Am Freitag, den 8. Januar 2016, lud der CDU-Kreisverband aus Kaiserslautern mit dem Landtagsbeigeordneten Markus Klein und dem Ehrengast Dr. Wolfgang Schäuble zum Neujahrsempfang nach Ramstein-Miesenbach ins Haus des Bürgers ein. Während die Besucher ihre Plätze einnahmen und der Saal sich nach und nach füllte, spielten im Vorprogramm die Blechchaoten. Viele Gäste ließen sich blicken, unter anderem der erste Stadtbeigeordnete von Ramstein-Miesenbach, Ludwig Linzmeier, sowie Hans-Jörg Schweitzer und der Bürgermeister von der Verbandsgemeinde Langstuhl, Dr. Peter Degenhardt, mit vielen weiteren Gästen aus dem Umkreis. Dann war es soweit. Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble erschien in Begleitung mit Markus Klein, Ralf Heschler, Anita Schäfer und Michael Gassiorek auf der Bühne. Den Anfang der Veranstaltung jedoch übernahm Julia Klöckner, die Fraktionsvorsitzende der CDU aus dem Landtag. Ich begrüße das Haus des Bürgers nach Ramstein-Miesenbach. Lieber Anita Schäfer, lieber Markus Klein und lieber Michael Gassiorek. Und verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Parteimitglieder oder Nicht-Parteimitglieder, ja, seien Sie uns willkommen beim Neujahrsempfang. Meine Grüße sind zwar nur digital, aber ganz real und herzlich gemacht. Das neue Jahr hat begonnen. 12 Monate sind fast noch unbeschrieben und meist startet man ja mit guten Vorsätzen. Und das Jahr könnte kaum besser beginnen als mit einer CDU-Mitgliedschaft. Also bei uns Christdemokraten einzutreten, für diejenigen, die es noch nicht sind, ist ja sicherlich ein guter Start. Und ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Neujahrsempfang, dass wir einander zuprosten, dankbar sind für das, was gewesen ist und mit Zuversicht dahin schauen, was noch kommen mag. Bleiben Sie behütet. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, ein gelingendes, ein gesegnetes und gesundes Jahr 2016. Und ich freue mich darauf, das nächste Mal Sie wieder real und nicht nur digital zu sehen. Auf bald. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend zu unserem ersten gemeinsamen Neujahrsempfang der CDU im Landkreis Kaiserslautern und der CDU hier in Ramstein-Miesenbach sehr herzlich begrüßen. Und glauben Sie mir, wir sind froh und glücklich, dass das Haus des Bürgers so voll ist, wenn man hier oben steht und die Ränge sind gut gefüllt. Schön, dass Sie alle da sind. Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches, ein zufriedenes und vor allem ein gesundes Jahr 2016 und hoffen Sie haben es. Und wir freuen uns, es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass einer der profiliertesten und einer der klügsten Köpfe der CDU Deutschlands den Weg heute Abend zu uns nach Ramstein-Miesenbach gefunden hat. Begrüßen Sie mit mir unseren Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble. Aber erlauben Sie mir, wenn ich einige wenige Ehrengäste begrüße, auch ihre aller Namen. Zum einen unsere Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer, die heute zu uns gekommen ist. Liebe Anita, herzlich willkommen bei uns. Den Michael Gassiorek natürlich nicht zu vergessen, auch Landtagskandidat im Wahlkreis 43, mein Kollege. Und den Dr. Walter Alter von Mittelbrunn, den ich zusätzlich natürlich noch als ehemaligen Kollegen von Dr. Schäuble im Bundestag auch begrüßen darf. Seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von mir, ein gutes, gesegnetes neues Jahr 2016. Markus Klein hat es ja übernommen, alle zu begrüßen, das erspare ich mir. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Schäuble, dass Sie heute erstmals in Ramstein sind. Ich war schon mal in Engelbach. Ich weiß, da gibt es leckere Dinge zu essen, Schnitzel, Teigwaren. Wir haben später gesehen, echte Ramstein-Grumbeere, das sind Kartoffeln. Die werden wir gerne später auch mitgeben. Ich möchte es nicht lange machen. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen all das, was Sie sich selbst wünschen für dieses Jahr. Es fängt sehr gut an. Ich denke, wir genießen hier heute einen hervorragenden Abend. Ein toller Eindruck. Dr. Schäuble ist
ist derjenige, den wir hören wollen. Deshalb beende ich auch hier, wünsche uns allen eine gute Zeit. Ja, liebe Frau Schäfer, lieber Herr Rechner, lieber Herr Gessörig, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihren liebenswürdigen Empfang. Und ich möchte Ihnen auch vor allen Dingen zum noch neuen Jahr, ich überlege immer ein bisschen, wie lange kann man eigentlich noch ein gutes neues Jahr wünschen, aber also ich glaube, wir haben es nötig. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, uns alles glückliches, gesegnetes Jahr 2016. Wir haben eine Menge von Sorgen und Problemen. Es geht uns zwar in Deutschland gut, das ist wahr. Wir haben ja auch eine gute Bundesregierung, eine tolle Bundeskanzlerin. Aber wir haben eine Fülle von Sorgen und wir spüren vielleicht stärker, als wir es in früheren Zeiten uns so immer bewusst gemacht haben, dass es halt wirklich wahr ist. Das, was man Globalisierung nennt, also das, was irgendwo in der Welt passiert, uns unmittelbar betrifft, in einem viel stärkeren Maße gilt, als es früher der Fall gewesen ist. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die Fluchtbewegungen auf der Welt durch alle möglichen Kriege, Krisen, Katastrophen immer stärker zunehmen. Das muss ich Ihnen übrigens sagen. Seit Jahren haben die Vereinten Nationen und der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen darauf hingewiesen, es sind zig Millionen Menschen auf der Welt auf der Flucht. Zig Millionen. 30, 40, inzwischen sind es 50 bis 60 Millionen Menschen. Aber das hat uns nicht so furchtbar gestört, weil die waren auf anderen Kontinenten und wir haben gedacht, naja, inzwischen haben wir festgestellt, das Mittelmeer ist nicht so groß. Tja, nach Amerika kommen die schwer. Nach Kanada auch nicht, nach Australien ist auch weit, ich sag's dir. Komischerweise wollen sie alle nach Deutschland, obwohl bei uns die Linken sagen, es wäre bei uns alles auch nicht so gut. Nicht? Ja, das verstehen wir auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es zeigt eben, ja. Und jetzt haben wir, und meine Damen und Herren, deswegen, ich bin zu alt geworden, noch Dinge zu sagen, von denen ich das Gefühl habe, ich glaube sie selber nicht so ganz. Wir wissen, wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die Lage in unserer Nachbarschaft, im Nahen und Mittleren Osten, vielleicht auch zunehmend in Afrika, besser wird, als sie heute ist. Und wenn es nicht gelingt, dann werden wir ziemlich viel Auswirkungen davon in Europa zu spüren bekommen. Das ist die Wahrheit. Bis jetzt haben wir das in Deutschland enorm gut gemeistert. Aber wir spüren natürlich auch, und das wissen wir und Sie in der Pfalz und ich bin hier aus Baden, der hat gesagt, denke mal, das Beste ist es auch nicht schlecht und überhaupt. Ja, die Kartoffeln sind auch was Gutes, also das ist keine Frage. Der Wein ist bei uns in Ordnung auch sehr schön. Aber wir wissen alle in der Nachbarschaft zu Frankreich, wie wichtig europäische Einigung ist und was wir erreicht haben, dadurch übrigens auch wirtschaftlich, dass wir in der europäischen Einigung so weit vorangekommen sind. Und wir wissen alle, dass wir lange nicht da wären in unserer wirtschaftlichen Lebensstandard, in unserer sozialen Sicherheit, über den gemeinsamen Markt, übrigens auch die gemeinsame Währung nicht hätten. Und deswegen ist der Punkt, wenn wir in diesen anstrengenden Herausforderungen, mit denen, die wir ja gespürt haben im letzten halben Jahr und die wir jeden Tag spüren, die wir übrigens auch dadurch nicht lösen, dass wir dann jedes Mal, wenn was passiert, dann noch markigere Sprüche machen und möglichst in der CDU und CSU uns auch noch schreien, das bringt uns auch nichts. Wir müssen um den richtigen Weg ringen und immer wieder diskutieren. Aber wir werden den Menschen, die uns ja wählen und gewählt haben, weil sie das Vertrauen haben, dass wir das Land einigermaßen auf Kurs halten,
Wenn wir den uns darstellen als eine Bande, die sich ständig miteinander streitet, dann glauben die nicht, dass wir in der Lage sind, das Land auf gutem Kurs zu halten. Und deswegen bin ich schon dafür, dass wir in der CDU so geschlossen bleiben, wie wir es auf unserem Parteitag ja vor kurzem auch in Karlsruhe gezeigt haben. Werden wir übrigens heute Abend in Mainz. Wir setzen alles daran, und zwar nicht erst seit heute oder seit gestern, dass die Zahl der Zuwanderung nach Europa zurückgeführt werden muss. Dazu werden wir mehr tun müssen. Deswegen habe ich davon gesprochen, dass wir unsere stabilisierenden Missionen notfalls auch mit der Bundeswehr. Wir haben unser Asylrecht mal an die Genfer Flüchtlingskonvention angepasst, weil wir sind ja in Deutschland neigen ein bisschen dazu, rechtliche Vorschriften zu überstrapazieren. Wir haben ein wunderschönes Grundgesetz gehabt, das lautete aus den Erfahrungen der Nazizeit, politisch Verfolgte genießen Asyl. An alle, wunderbar. Daraus ist aber ein Rechtsanspruch geworden. Jeder, der das Wort Asyl aussprechen konnte, hatte einen Anspruch darauf, dass er so lange in Deutschland ist und so lange in Deutschland die entsprechenden Sozialleistungen, die jedem Mensch nach der Menschenwürde zustehen, bekommt, bis in letzter Instanz rechtskräftig entschieden ist, dass er nicht politisch verfolgt wird. Wir hatten einen Fall, ich kann nichts, wo ein Mensch aus Basel nach Lörrach kam und sagte, ich bin verfolgt, ich bin Asyl. 3 Jahre lang hat er in Lörrach damals noch Sozialhilfe bekommen, das war noch vor Hartz IV. Bis endgültig entschieden war, in Basel gibt es keine politische Verfolgung. Und das bringt mich auf den Punkt, um den es heute geht. In der Genfer Konvention, Vereinten Nationen, Flüchtlingskonvention steht, und das ist nun wirklich unser Grundverständnis von Menschlichkeit. Jeder Mensch, wenn er aus welchen Gründen auch immer, ob eine Seuche ist oder eine Hungersnot oder eine Naturkatastrophe oder Krieg, fliehen muss aus seiner Heimat, dann hat er einen Anspruch auf Zuflucht, sonst sind wir keine Menschen. Und alle zivilisierten Staaten der Welt verpflichten sich, Flüchtlingen Zuflucht zu gewähren. Aber diese Genfer Konvention heißt nicht, dass jeder Mensch auf der Welt selber entscheiden kann, wo er am liebsten leben möchte. Das ist was völlig anderes. Und dieses müssen wir nicht nur in der Politik, sondern auch in der Rechtssitzung und Rechtsanwendung deutlicher klar machen. Wir müssen den Menschen helfen, und deswegen ist es auch richtig, dass man Flüchtlinge vor allen Dingen in der Nachbarschaft unterbringt, damit sie ihnen dort hilft, damit sie auch wieder zurückkehren können, wenn die Ursachen beseitigt sind. Natürlich brauchen wir auch Zuwanderung nach Deutschland, und die auf Dauer in Deutschland leben, sollen gut integriert werden, die brauchen wir auch, die helfen uns auch, aber das sind 2 verschiedene Dinge. Die muss man voneinander trennen, in Deutschland und in Europa. Daran arbeiten wir. Daran müssen wir noch ein bisschen besser arbeiten, wenn es gelingen soll. Und das Zweite ist, wenn wir in Europa an der großen Errungenschaft, dass an Grenzen nicht mehr kontrolliert wird, festhalten wollen, das ist der große Vorteil. Mein Wahlkreis endet an der Stadtgrenze von Straßburg. Früher haben wir noch den Ausweis zeigen müssen, ist man kontrolliert worden. Ganz früher, wo ich ein Kind war, dass noch ein Visum braucht und was weiß ich alles. Jetzt fahren wir hin und her und wenn du merkst, dass du über da reinfährst, dann merkst du es gar nicht mehr. Das natürlich auch wirtschaftlich und politisch unheimliche Vorteile hat in Europa, dass an Grenzen nicht mehr kontrolliert wird. Aber es ist völlig logisch. Wenn an Binnengrenzen nicht kontrolliert wird, dann müssen die Außengrenzen wirksam kontrolliert oder gemanagt werden. Meine Frau hat irgendwann mal gesagt, ja, wir müssen halt wieder an unsere eigene Grenze kontrollieren. Dann habe ich gesagt, ja, und wo genau? Womit kontrollieren? Ich meine, früher, vor 150 Jahren, haben wir in Deutschland noch zwischen Baden und Württemberg kontrolliert. Rheinland-Pfalz gab es auch noch so wenig wie Baden-Württemberg. Und. Oder ganz früher haben wir noch Zoll zwischen Gängermann und Offenburg erhoben. Ne? Das waren dann meistens nur Baubretter. Und jetzt, aber an der europäischen Außengrenze muss so kontrolliert werden, dass wir Europäer entscheiden können, kommt einer rein oder nicht. Wenn du in Meinungsumfragen fragst, sind sie für Steuersenkung, egal welche.
Ja, aber 70-80% sind immer dafür. Wenn man in Meinungsumfragen dafür fragt, sind sie dafür, keine Schulden zu machen. 80% dafür. Das einzige Problem ist, weniger, mehr ausgeben, weniger einnehmen und keine Schulden. Ich habe als früher gesagt, wenn 2 und 2 40 wäre, könnte Lafontaine ein guter Finanzminister sein. Finanzpolitik war. Aber die Finanzpolitik leistet, was das Vertrauen anbetrifft. Und ohne Vertrauen funktioniert keine Wirtschaft. Bei den Verbrauchern nicht und bei den Investoren und bei den Unternehmern nicht. Bei den die Leute, die Menschen haben das Gefühl gekriegt, es kommt wieder in Ordnung. Und es ist nachhaltig und verlässlich. Und plötzlich ist unsere Wirtschaft wieder besser geworden und die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Wir haben die höchste Beschäftigung in der deutschen Geschichte. Wir haben in den letzten Jahren die höchsten Lohnsteigerungen real seit Jahrzehnten. Das ist der Erfolg dieser Politik. Wir haben in diesem Jahr wieder eine Rentenerhöhung gehabt, die wir auch in den letzten Jahren so nicht mehr gehabt haben, weil es der Rentenformel entspricht. Das heißt, diese Politik hat sich plötzlich ausbezahlt. Und dann haben wir im letzten Wahlkampf als CDU, CSU versprochen, im Wahlprogramm, das war eine zentrale Aussage, wir werden in der nächsten Legislaturperiode ab 2015 keine neuen Schulden mehr machen. Der entscheidende Punkt ist, und das wollte ich Ihnen sagen, und ich will natürlich auch sagen, weil wir aus dem Neujahrsempfang natürlich unmittelbar in den Wahlkampf übergehen, nicht damit es auch klar ist. Ja. Es ist von einer entscheidenden Bedeutung. Angesichts der großen Aufgaben, Herausforderungen, Krisen, die wir haben, und von denen ich vermute, dass wir in diesem Jahr noch ziemlich viele nicht nur erfreuliche Nachrichten bekommen werden. Die können wir alle meistern. Wir brauchen uns jetzt auch nicht schlechte Laune. Wir sind in einer guten Lage und wir können das alles meistern, aber wir müssen dabei wirtschaftlich leistungsfähig bleiben. Das Komische ist nur, die Menschen sind unterschiedlich. Ich erzähle das manchmal, ich weiß nicht, ob Sie noch sich an den Manfred Rommel, das war der mal in Stuttgarter Bürger, und hat mit Schwäbisch geredet und er hat so seine Einfallsbrücke. Es gibt eine Geschichte, die finde ich so wunderbar. Da war er mal schon lange her auf so einer Erfindermesse. Und dann hat er in der Art, auf dem Killesberg war das damals noch in Stuttgart, geboren und gesagt, da gibt es ja so tolle Erfindungen. Da hat einer einen Haarschneideautomat. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, aber die Köpfe sind doch ganz unterschiedlich. Dann hat er gesagt, nur beim ersten Mal, Herr Oberbürgermeister. Mein Name ist aber in der Geschichte steckt etwas wahr, dass eine Bildungspolitik, die davon ausgeht, dass die Kinder alle die gleiche Bildung erfahren müssen, wird den Menschen nicht gerecht. Jeder Mensch, unabhängig von Religion, Herkunft, Geschlecht oder sonst was, hat seine unverwechselbare eigene Würde. Aber nicht jeder Mensch ist gleich, sondern jeder ist anders, sonst gibt es gar keine Freiheit. Und deswegen muss eine Bildungspolitik jedem Kind und jedem jungen Menschen in seiner individuellen Fähigkeit gerecht werden. Und das ist Differenzierung. Und nicht die Gleichmacherei. Chancengleichheit heißt eben nicht Gleichheit der Ergebnisse, sondern heißt eben Individuum. Der Staat hat natürlich schon, weil wir das Monopol haben von Gewalt, nur der Staat darf Gewalt anwenden, um Menschen zu etwas zu zwingen oder mit Zwang notfalls daran zu hindern, etwas zu tun. Aber da muss er das auch wahrnehmen. Und da muss er auch dafür sorgen, dass die Menschen in Sicherheit leben können. Und da kann man nicht jedem nur sagen, wir wollen es jetzt nicht deeskalieren, sondern wir wollen es deeskalieren, sondern wir müssen einem schon sagen, Freund oder Freundin, das geht und das geht nicht. Und du lässt es jetzt bleiben. Und dann muss man auch nicht in der Berichterstattung von Medien
immer, wenn es dann zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, in erster Linie so tun, als wären es kämpfende Parteien, die Polizei und die Gewalttäter. Sondern die Polizisten halten für uns den Buckel hin, ihren Buckel, und zwar auch ganz wörtlich, dass wir nicht eingehen können. Stärkt werden. Föderalismus stärken heißt aber nicht bei jedem Problem immer nur nach dem Bund zu rufen, sondern jeder nimmt auf seiner Ebene seine Aufgaben auch wahr und er hat dazu die entsprechenden Mittel. Für die Kommunen sind übrigens die Länder zuständig. Und wenn der Bund den Ländern Geld geben will, dann sagen die Länder alle, zu Recht übrigens, nach dem Bundesitz dürfte das gar nicht. Als wir gesagt haben, okay, letztes Jahr, das ist mir nicht leicht gefallen, es muss ein Haufen Geld. Wir werden bis zu der Entscheidung durch das BAMF, und das dauert ja immer noch lang, ob jemand als bleiben kann oder nicht, bis zur Anerkennungsentscheidung, zahlen wir in voller Höhe 670 Euro pro Monat und Kopf. Sondern Demokratie lebt ja davon, dass die Menschen selber ihre Dinge aufteilen. Und die Kommune ist doch, die Gemeinde ist der Ort, wo du selber unmittelbar betroffen bist. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass das kommunale Selbstverwaltung nicht geschwächt wird, dass die Leute sagen, du kannst sowieso nichts mehr machen, das wird alles durch die Bürokratie kaputt gemacht, von Brüssel über Berlin bis nach Mainz und sonst wo. Menschen müssen sich auch bereit sein zu engagieren, genauso wie wir auch weiterhin alles tun werden. Aber meine Damen und Herren, die Demokratie lebt davon, dass Menschen auf Zeit Aufgaben wahrnehmen, um die Gemeinschaft zu stärken. Sie müssen dafür gewählt werden. Dazu müssen Parteien auch die entsprechenden Programme entwickeln, damit man darüber streiten kann. Da ist unheimlich viel ehrenamtliches Engagement. Und dies alles zusammen hat uns dahin gebracht, dass wir am Jahreswechsel 2015-16 gesagt haben, ja, Deutschland ist in einer ordentlichen Verfassung, wir haben große Aufgaben vor uns. Und damit Ihnen das Herz nicht schwer wird, weil Sie dauernd von den Herausforderungen reden, möchte ich Ihnen sagen, das Schlimmste ist, wenn man keine Herausforderungen hätte. Bei uns im Schwarzwald sagen wir, wer rastet, rostet. Dieses Jahr haben wir nicht die Gefahr, dass wir einrasten. Gar nicht, sondern wir werden hellwach sein müssen, uns richtig engagieren. Und deswegen glaube ich, es wird ein gutes Jahr. Wenn Sie jetzt in Rheinland-Pfalz angehen und Ihre demokratischen Pflichten im Wahlkampf, also Fasten muss auch noch umgehen, ist klar, das muss auch sein. Aber es ist auch ein großes ehrenamtliches Engagement. Und die Sicherheit muss auch in der Fastnacht gewährleistet sein, alles gut. Aber wenn Sie auch in den Wahlkampf gehen und wenn Sie alle wählen gehen, wenn die Wahlbeteiligung wieder besser geht und wenn Ihnen die Leute sagen, ja, man kann ja sowieso nichts machen, also wer zu faul ist zum Wählen gehen, hat eigentlich das Recht von den Kindern ja auch noch zu maulen. Nicht? Die Leute sollen es geben. Aber wenn Sie der Meinung sind, die da kandidieren und sonst was trauen alle nicht, dann kandidieren Sie selber. Wenn Sie glauben, die es machen können, sind, dann machen Sie es bitte besser. Aber sagen Sie nicht, ich mache gar nichts. Aber jetzt geht es erst einmal in den Kampf für die Wahlen am 13. März. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Engagement und allen Erfolg. Und den wünsche ich nicht nur Ihnen, sondern den wünsche ich Ihnen und den wünsche ich uns in Deutschland, weil wir nur so stark sind, wie wir auch in den Ländern stark sind. Und das ist wichtig. Und ich glaube, die CDU hat bewiesen, dass wir unser Land besser in schwierigen Zeiten auf einem soliden, verlässlichen Kurs halten können. Alles Gute und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Doch der Schwabe Dr. Wolfgang Schäuble wurde nicht mit leeren Händen zur Klausursitzung nach Mainz verabschiedet. Also,
Zunächst einmal danken wir Ihnen wirklich für diese herausragende, für diese tolle Rede. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Schäuble, dass Sie zu uns gesprochen haben. Und Sie haben uns für dieses Jahr sehr viel Mut gemacht. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Niemanden gehen ohne die nötige Dickzierung. Also wir haben ein bisschen Rosch gemacht, ein bisschen Mainz, ein bisschen Zweichel. Wir sind in den Saumagen gebraten, wir liegen unterwegs, weiß ich noch nicht, aber der Walter Pechler weiß, glaube ich, auch nicht, wie man die Krummbeeren braucht. Also dürfen Sie auch gerne mit nach Hause nehmen, sind gute Rammstein-Krummbeeren. Ja. Original von Rammstein. Michael. Ja, mir wurde die Aufgabe zuteil, abschließende Worte zu sagen, aber bevor ich abschließende Worte sage, möchte ich nochmal ganz herzlich noch jemanden begrüßen hier im Saal, der mit uns beiden auch kämpft. Das ist Sebastian Rupp aus dem Wahlkreis Kaiserslautern-Stadt, der mit mir zusammen die Stadt vertritt. Als Zugabe zu den Rammstein-Krummbeeren und den Pfälzer Spezialitäten legte der Landrat vom Landeskreis Kaiserslautern, Paul Juncker, noch einen drauf. Kann ich Ihnen allen hier nur bestätigen, dass es genau so zutrifft, wie Sie sagten, noch nie hat der Bund so viel in die Gemeinden hineingegeben, wie seit Ihrer Zeit als Finanzminister. Nachhaltig sind das bei uns im Landkreis Kaiserslautern alleine jedes Jahr 8 Millionen Euro. Ohne die wäre unser Haushalt um 8 Millionen weiter im Minus, als er ohnehin schon ist. Das kann ich Ihnen sagen. Dafür sage ich Ihnen herzlichen Dank. Und damit Sie auch wissen, was Sie mit diesen tollen Gaben hier machen können, habe ich Ihnen hier das Lauter Heimat-Kochbuch noch mitgebracht. Ich habe gelesen, Ihr Lieblingsgericht auf Ihrer Homepage, das sind Maultaschen. Vielleicht wird das noch abgelöst hier. Schauen Sie mal, es gibt Dampfnudle, es gibt Nolleferz, es gibt Verheiratete, alles hier, das ist Kopf, kann man alles essen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wir sehen uns alle 14 Tage oder mindestens alle 8 Tage, kann man ja sagen, ich kann das übersetzen, aber ich kann auch gerne nicht so. Mit Ihrer Seite kennen Sie es schon über 20 Jahre und deswegen können wir da kleine Kommunikation machen. Ja, ich schicke Ihnen eine Hausaufgabe, bitte. Gerne. Meine Damen und Herren, von meiner Seite möchte ich Ihnen auch mal ein ganz glückliches, gutes und gesundes neues Jahr wünschen und gehen wir auf den Weg, machen wir uns stark, stärken wir unsere Kandidaten, zeigen wir uns oft bei den Ständen, zeigen wir uns bei den Veranstaltungen, unterstützen wir die Kandidaten und dann wird es eine wirklich gute Wahl. Dir, Markus, dir, lieber, dir, lieber Markus, Michael, wünsche ich wirklich alles Gute und toi, toi, toi. Also. Lieber Herr Dr. Schäuble, vielen Dank für Ihr Kommen. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie diese Veranstaltung unterstützt haben mit Ihrem Kommen. Einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Noch ein gemeinsames Gruppenfoto als Erinnerung für einen gelungenen Abend in Rammstein-Wiesenbach mit dem Bundesfinanzminister. Ja, liebe Zuschauer, das war die erste Ausgabe von Rammstein TV im neuen Jahr. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit.